Das ist ja so der Klassiker, VHS-Kurse. Genau. Aber es gibt auch Workshops, zum Beispiel Wochenendkurse. Mhm. Das ist auch etwas, was ich in meinen Programmbereichen jetzt in den Jahren, in denen ich da bin, sehr ausgebaut habe. Wir haben ja hunderte von Kursen. Es ist sehr wichtig, die Angebote so zu gestalten, dass sie möglichst wohnortnah sind. Ich habe aber durch die Arbeit an der Volkshochschule meinen Bezirk nochmal ganz... Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mittwochs in der Bibliothek. Und ich sitze jetzt gerade am Tisch mit Frau Rutkowski von der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf. Und sie ist Programmleiterin dort. Frau Rutkowski, es ist, glaube ich, am besten, wenn Sie sich selber vorstellen, bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle, was vielleicht gar nicht stimmt. Ja. Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal zu dem Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich bin Jana Rutkowski. Ich bin Programmbereichsleiterin an der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf für die Bereiche kulturelle Bildung und Politik, Gesellschaft und Umwelt. Und ich bin seit August 2019 an der VHS tätig und habe vorher auch schon im Aus- und Weiterbildungsbereich für Erwachsene gearbeitet. Mhm. Und ich lade mir gerne Gäste ein, die in irgendeiner Form mit der Bibliothek in Verbindung stehen. Und deswegen hatte ich mich sehr darauf gefreut, dass ich jetzt mit Ihnen das Interview führen kann oder das Gespräch, weil ich glaube, dass Sie ganz viele spannende Dinge zu erzählen haben, die auch für mich ganz neu sind und vor allen Dingen auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dass die Volkshochschule mal aus einer ganz anderen Perspektive in den Fokus gerückt wird. Jeder Stadtbezirk hat doch eine Volkshochschule, oder? Ist das so? Ja, das ist richtig. Also wir haben 12 Volkshochschulen in Berlin. Das sind die Berliner Volkshochschulen. Mhm. Aber jede Volkshochschule ist in eigener bezirklicher Trägerschaft. Das heißt, jede Volkshochschule verantwortet auch ihr eigenes Programm. Jede Volkshochschule ist im Prinzip sehr lokal verortet. Das heißt, das Angebot ist primär auch für die Bürgerinnen und Bürger des eigenen Bezirks, aber nicht nur. Also ich kann auch als Marzahnerin nach Steglitz-Zehlendorf gehen und dort ein Angebot wahrnehmen. Also das ist ja ganz offen, aber wir gucken natürlich immer auch, dass wir auch mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten und dass wir eben möglichst wohnortnah Angebote unterbreiten können für die Menschen hier im Bezirk. Wir freuen uns aber gleichermaßen auch über die Besucherinnen und Teilnehmerinnen, die aus anderen Bezirken zu uns kommen, teilweise auch aus dem Umland, also auch aus Brandenburg. Mhm. Haben wir Menschen, die unsere Kurse nutzen. Ja. Und aber es gibt auch übergreifende Themen. Das heißt, wir arbeiten nicht nur jeder für sich, sondern es gibt auch gemeinsame Schnittmengen und Absprachen. Und da ist uns eine Kooperation zwischen den Volkshochschulen auch ganz wichtig. Mhm. Und seit einer Weile gibt es jetzt auch das Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen, die so Querschnittsthemen koordinieren, die für uns alle wichtig sind, also zum Beispiel die IT, also die Internetseite, die Plattform, die es gibt, oder auch zum Thema Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, wo die uns in der Arbeit unterstützen. Und dann ist ja auch naheliegend, dass sie eine gemeinsame Kursübersicht haben. Ja? Also man kann jetzt sich informieren über alle Angebote der Berliner Volkshochschulen. Gibt es da so eine gemeinsame Seite oder muss ich die Stadt bezirksweise aufrufen? Es geht sowohl als auch. Es gibt eine gemeinsame Internetseite, das ist www.berlin.de/vhs. Mhm. Dort gibt es die Möglichkeit, entweder die einzelnen Volkshochschulen aufzurufen. Da gibt es auch jeweils ein paar Profile. Es gibt auch so eine Bühne, sagt man, also wo verschiedene Themen vom Servicezentrum dann auch nochmal präsentiert werden, die gerade aktuell sind. Es gibt aber auch dort die Möglichkeit der Kurssuche. Das ist also ein Portal, wo man alle Kurse findet, die veröffentlicht sind der Volkshochschulen. Und da kann man entweder nach einem Freitext suchen, nach einem Begriff oder nach einer Oberkategorie. Man kann aber auch gezielt nach Kursen suchen. Also es gibt ja durchaus auch die Fälle, wo ich die Kursnummer schon kenne. Mhm. Also jeder unserer Kurse hat immer eine eigene Kursnummer. Ja. Und die wird zum Teil ja auch schon, wissen die Kursleiter dann vielleicht schon auch vorher und sagen das ihren Teilnehmenden, damit sie wissen, wann sie sich das nächste Mal anmelden können. Und da gibt es auch die Möglichkeit, unter der erweiterten Kurssuche zum Beispiel ganz gezielt nach diesen Kursnummern zu suchen. Mhm. Aber was ich auch immer ganz spannend finde und was ich auch selber mache, ist dann einfach mal
per Zufall zu suchen. Also manchmal sucht man ja sehr gezielt nach Themen, die einen interessieren. Und manchmal ist aber auch der Moment, wo man sagt, Mensch, ich habe irgendwie an dem Wochenende noch Kapazitäten und ich würde einfach gerne mal was Neues lernen oder ich lasse mich einfach mal inspirieren und lasse den Zufall wirken und schaue einfach mal ganz allgemein, was ist denn los und passt das dann, ist dann der Fahrweg für mich in Ordnung, ne? Welche Volkshochschule passt für mich? Klar, gerne auch zur Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf. Und genau, entweder man sucht dann genau in dem Programm der jeweiligen Volkshochschule, wenn man sagt, nee, ich möchte in meinem eigenen Bezirk etwas besuchen. Oder man sagt, ich suche nach einem konkreten Thema und schaue, welcher Standort das anbietet. Okay, und dann kann ich jetzt auch sagen, also angenommen, ich mache das jetzt so wie Sie und finde für morgen ein ganz spannendes Angebot und das ist aber eigentlich ein Kurs. Und kann ich dann auch sagen, ich will aber nur diesen einen Termin wahrnehmen? Nein, wenn es ein Kurs ist, also dann ist das Konzept ja, dass das aufbauend ist. Also sozusagen, das ist ja eine Frage der Konzeption. Ja. Da ist es dann schon sinnvoll, dass man dann den ganzen Kurs belegt. Also es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn man dann auch mal einen einzelnen Termin nicht kann. Das passiert immer mal, ne? wenn einem was dazwischen kommt oder man ist krank. Aber wenn ich mich jetzt für einen Kurs entscheide, dann macht das schon Sinn, dass ich den von vorne bis hinten möglichst belege. Dafür gibt es ja alternativ auch noch andere Angebotsformate. Also wir arbeiten ja nicht nur mit Kursen, die jetzt zum Beispiel einmal in der Woche am Abend oder am Vormittag stattfinden. Das ist ja so der Klassiker, VHS-Kurse. Genau. Aber es gibt auch Workshops, das heißt, oder Kursformate, die sehr viel kompakter stattfinden. Ah. Also die eine Möglichkeit ist zum Beispiel Wochenendkurse. Mhm. Das ist auch etwas, was ich in meinen Programmbereichen jetzt in den Jahren, in denen ich da bin, sehr ausgebaut habe, weil ich weiß, dass manche Menschen sich nicht so gerne auf einen längeren Zeitraum zum Beispiel festlegen oder das einfach in ihren Alltag nicht so gut integrieren können, aber eben sagen, möchte gerne kompakt zu einem Thema an einem Wochenende einen Input bekommen. So. Und manchmal lohnt es sich auch, da gibt es auch manchmal Schnupperangebote, die zum Beispiel an einem Wochenende mal stattfinden, so ein kleinerer Workshop, bevor ich mich dafür entscheide, ob ich das als mögliches Kursthema zum Beispiel interessant finde, also auf das ich mich dann länger festlege. Und ich glaube, diese Flexibilität in den Formaten ist heutzutage auch ganz, ganz wichtig. Genau, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, es gibt auch kompaktere Formate, die dann zum Beispiel eher in der Woche stattfinden und auch tagsüber sind. Das sind dann oft auch Angebote, die in Verbindung mit Bildungszeit stehen. Bildungszeit ist das, was man früher unter Bildungsurlaub kennt oder kannte. Und da haben eben Menschen auch einen Anspruch drauf, auf diese Bildungszeit. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, innerhalb von 2 Jahren gibt es bis zu 10 Tage, die man an Bildungszeit beantragen kann, auch beim Arbeitgeber. Und das kann ich auch immer empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe das selber auch schon in Anspruch genommen und das ist sozusagen nochmal eine extra Qualitätszeit für sich selber, um sich weiterzubilden. Ja, ich glaube, das nutzen viel zu wenige. Also man weiß das eigentlich, dass man diese Möglichkeit hat. Genau, man weiß das und oder man weiß es manchmal auch gar nicht. Ja, also manche wissen es auch nicht, das stimmt. Und ich kann das durchaus empfehlen, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, dann auch mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Man muss dann auch dafür in der Regel Anträge stellen beim Arbeitgeber. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also auch einfach mal für einen Perspektivwechsel, auch vielleicht um nochmal einen neuen Input auch für den Job zu bekommen. Also es gibt ja auch Themen, die zum Beispiel Kommunikationskurse oder Kurse, die auch einer Stressbewältigung zum Beispiel dienen, ne? oder auch Sprachkurse, die durchaus auch meinen Joballtag bereichern können. Ja. Und insofern kann ich nur empfehlen, einfach mal in die Programme zu gucken. Es gibt auch die Kategorie extra für Bildungszeit sozusagen, das ist separat verstichwortet auch und da kann man ganz gezielt gucken. Die Berliner Volkshochschulen sind auch ein Träger, ein anerkannter Träger dafür, für die Bildungszeitangebote und Frau Rutkowski, Sie sind Programmbereichsleiterin. Was ist denn ein Programmbereich? Was kann man sich darunter vorstellen? Also es ist im Prinzip ein anderer Begriff für eine Oberkategorie von Themen. Also das heißt, wir haben verschiedene Programmbereiche an jeder Volkshochschule, die sind immer gleich, die heißen zum Teil ein kleines bisschen anders, aber im Prinzip sind es immer die gleichen Themeninhalte, die darunter gefasst werden. Im kulturellen Bereich zählen darunter zum Beispiel alles, was das Thema Schreiben, Theater, Musik, Schauspiel, Kunst,
betrifft. Also da gibt es verschiedene Unterkategorien und so ist es halt mit den anderen Bereichen auch. Und neben meinen beiden Programmbereichen, die ich betreue, gibt es auch noch den Bereich der Gesundheitsbildung, der beruflichen Bildung, der Fremdsprachen, auch den Bereich Deutsch und Grundbildung. Und die Programmbereiche gelten für alle Volkshochschulen in Berlin? Und gibt es denn in Marzahn-Hellersdorf auch Kurse zu allen Programmbereichen? Ja, also wir haben in allen Programmbereichen Kursen und die sind auch, man kann auch gezielt danach suchen nach den unterschiedlichen Programmbereichen und bieten also, wir für alle was an. Okay. Ja. Dann haben Sie also noch Kolleginnen und Kollegen, die für andere Programmbereiche zuständig sind. Also Sie sind jetzt nicht für das komplette Programm der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf zuständig. Nein, das könnte ich auch gar nicht managen. Das ist wirklich richtig viel. Wir haben ja hunderte von Kursen. Genau. Und ich habe dann auch tolle Kolleginnen an der Volkshochschule, die anderen Programmbereiche betreuen. Und auch darüber hinaus noch Kolleginnen, die für die Verwaltung zuständig sind, für Anmeldung und Service. Also wir sind ein Team, was sich insgesamt um den guten Ablauf sozusagen kümmert. Ja. Und die Volkshochschule ist ja in der Mark-Twain-Straße in Hellersdorf. Und finden alle Kurse dort statt? Oder gibt es auch, outsourcen Sie auch die Kurse? Ja, wir haben, der Hauptstandort ist am U-Bahnhof Hellersdorf in der Mark-Twain-Straße 27. Dort findet auch der Großteil unserer Kurse statt. Das ist auch das größte Gebäude mit den meisten Unterrichtsräumen. Wir haben aber darüber hinaus auch noch zwei Außenstandorte. Das ist einmal das Kunsthaus Flora und dann das Bildungshaus am Chiemberg. Das sitzt dort, wo früher die Jungkunstschule drin war. Die sind umgezogen in ein anderes Gebäude und wir haben das sozusagen übernommen. Und das ist am U-Bahnhof Kienbergpark und das Kunsthaus Flora ist in der Nähe vom S-Bahnhof Mahlsdorf. Okay. Und genau, darüber hinaus haben wir auch, sitzen wir auch in oder machen auch Angebote in Schulen, in Stadtteilzentren, bei anderen Kooperationspartnern, einfach weil es ist sehr wichtig, die Angebote so zu gestalten, dass sie möglichst wohnortnah sind. Nun können wir nicht immer im Umkreis von, 500 Metern überall einen Standort haben. Aber wir versuchen das eben auch darüber zu lösen, dass wir dann bedarfsgerechte Angebote entwickeln mit den Akteuren, die vor Ort sitzen und auch dort in den Räumlichkeiten Angebote unterbreiten können. Ich komme aus dem Bezirk und ich habe aber durch die Arbeit an der Volkshochschule meinen Bezirk nochmal ganz neu entdeckt und habe festgestellt, wie viele tolle Orte wir haben, man so gar nicht auf dem Schirm hat. Also gerade wenn man von der U-Bahn-Station Kienbergpark kommt und in Richtung Kienbergpark läuft. Also viele Leute kennen ja die Gärten der Welt, aber es gibt ja auch noch den Bereich, der frei zugänglich ist. Über diese rostige Brücke drüber. Genau, wenn man über diese rostige Brücke geht, dann hat man dort auf der einen Seite so einen kleinen See und dann sitzt liegt da ganz idyllisch mit so einem schönen Ufer. Das Umweltbildungszentrum ist ein kleineres Gebäude, genau. Ja. Was machen denn die Volkshochschulkurse eigentlich aus? Was ist daran so besonders? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal zu wissen, dass die Berliner Volkshochschulen der Hauptträger der Erwachsenenbildung in Berlin sind und damit auch einen besonderen Stellenwert haben für die Weiterbildung. Und es vordergründig darum geht, allen Menschen, die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen und eben auch bezahlbare Weiterbildung in einer hochwertigen Qualität anzubieten. Und das Besondere dabei ist, dass wir Orte schaffen oder Orte haben in den Volkshochschulen und bei den anderen Standorten, die Begegnungen ermöglichen. Also das eine ist sozusagen das Lernen, das ist die Wissensvermittlung, das andere ist aber auch, dass unsere Kurse Orte der Begegnung sind, wo es auch darum geht, einen Austausch miteinander zu haben, wo ich Menschen kennenlerne, mit denen ich vielleicht sonst in meinem Alltag so gar nichts zu tun hätte. Ja. Völlig unterschiedliche Bildungsbiografien, unterschiedliche Altersstrukturen, unterschiedliche Kenntnisstände und dieser gemeinsame Austausch, der wird auch sehr wertgeschätzt. Also das ist auch das, was wir immer wieder an Rückmeldungen bekommen. Die Menschen genießen das auch, neben dem, was sie Neues erfahren, auch neue Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke auch dieser Kurse, dass man seinen eigenen Horizont erweitern kann, neues Wissen aufsaugen kann, neue Fähigkeiten vielleicht auch an sich entdecken kann oder sie vertiefen kann.
und gleichzeitig einfach in den Austausch mit anderen Leuten geht und ja, darüber einfach auch zum Teil ganz tolle Geschichten entstehen. Also, mhm. Ich kann gerne mal ein bisschen erzählen, sozusagen, was für mich immer eine ganz, ganz spannende Angelegenheit ist, sage ich jetzt mal, bei den Kursen, ist, wenn ich dann so Einzelgeschichten mitbekomme, wo Teilnehmende über so viele Jahre schon unsere Kurse belegen und noch viel länger, als ich überhaupt an die Volkshochschule denken konnte, und miteinander auch in der Gruppe älter geworden sind, mhm. und die Kurse belegen auf der einen Seite, um was Neues zu lernen, aber auch eben, um diese soziale Gruppe einfach zu haben. Und darüber entstehen zum Teil auch Freundschaften und Bindungen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Das hat, glaube ich, auch in der Zeit von den Lockdowns den Menschen sehr gefehlt, dass sie eben diesen Austausch in der Gruppe in der Form erstmal nicht mehr haben konnten. Und die Sehnsucht war sehr, sehr groß. Ja. Das habe ich in sehr vielen E-Mails und Telefonaten auch immer wieder gesagt bekommen, dass man endlich wieder zusammen sein darf. Und dafür ist die VHS als Ort, glaube ich, einfach genau richtig. Mhm. Der Vorteil an den Kursen ist auch, dass ich das eben auch so auswählen kann, wie das für mich passt. Also wenn ich jetzt, ich kann natürlich dort irgendwie auch Kontakte knüpfen und sagen, Mensch, da entsteht vielleicht auch was darüber hinaus, wo man in Kontakt bleiben möchte, oder man genießt es dann auch sozusagen, die Menschen immer wieder zu sehen. Aber genauso kann ich eben auch entscheiden, das ist jetzt für mich ein inhaltliches Thema, was mir wichtig ist, und ich mache das jetzt irgendwie nur am Wochenende und mache das irgendwie ganz für mich. Ich glaube, dass zur Volkshochschule zu einem Kurs zu gehen auch was damit zu tun hat, sich selbst Zeit für sich zu nehmen. Genau. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, glaube ich, auch im eigenen Alltag, ne? Dass man sich da auch rausnimmt und dass man auch sagt, okay, ich gehe jetzt, habe jetzt diesen Ort, wo ich hingehe, wo ich genau, wo ich etwas Neues für mich lernen kann, wo ich ja, vielleicht auch wieder in den Austausch mit anderen gehe und einfach mal ja, neue Wände sehe. Ja. Ja, ja. Das ist so ähnlich wie Fitnessstudio fürs Gehirn. Ja, absolut, genau so kann man das sagen. Besuchen Sie selber auch Kurse? Ja, und zwar richtig gerne. Mhm. Also ich habe kurz nach meinem Studium über eine Freundin den Tipp bekommen, die selber auch einen Volkshochschulkurs mitgemacht hat. Und seitdem belege ich regelmäßig Kurse. Das ist fast schon schade, dass ich das erst nach meinem Studium für mich entdeckt habe, weil während des Studiums hätte ich dann auch noch die Ermäßigung bekommen für die Kurse. Das gibt es nämlich auch, die Möglichkeit mit Ermäßigungsnachweis die Kurse dann nochmal günstiger zu bekommen, wenn man zum Beispiel Studierend ist oder in Ausbildung oder auch Leistungen bezieht. Die Möglichkeit gibt es. Und ich habe eigentlich schon zu ganz vielen Themen Kurse belegt oder Workshops. Also egal, ob es jetzt berufliche Bildung ist oder Sprachkurs auch oder jetzt Yoga, aber auch Kunstkurse. Und für mich war das jedes Mal eine Bereicherung. Mhm. Und dann kam auch irgendwann für mich die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Teilnehmerin sehr, sehr gerne in den Kursen und ich kann mir das unheimlich gut vorstellen, das auch für mich als beruflichen Weg zu sehen. Ja. Ja. Es gibt ja auch ganz viele Kurse, die man digital belegen kann. Also auch die Berliner Bibliotheken bieten Weiterbildungskurse an. Und also nicht die Bibliotheken selber, aber sie bieten oder sie sind mit Plattformen verbunden und bezahlen auch an diese Plattformen und bieten das dann ihren Leserinnen und Lesern kostenlos an, dieses Angebot. Aber ich glaube, das ist ganz anders, als wenn man sich selber an einen Ort begibt, um dort zu lernen. Also wenn ich mich jetzt zu Hause, wenn ich die Wahl hätte, mich zu Hause an meinen Computer zu setzen und da einen Sprachkurs zu belegen, oder ich müsste in die Volkshochschule gehen, dann würde ich lieber dorthin gehen. Das ist, glaube ich, viel nachhaltiger, als wenn man alleine am Computer sitzt und versucht, eine Sprache zu lernen zum Beispiel. Also aus meiner Erfahrung geht beides gut. Das hat immer wirklich was damit zu tun, was ich für ein Lerntyp bin und was ich brauche. Und es gibt eben die Menschen, die es für sich gut finden, dann eben auch von zu Hause aus zu lernen oder, weiß ich nicht, von aus dem Café heraus, wo auch immer ich die Ruhe finde und eine vernünftige WLAN-Verbindung habe. Ja, ja, klar.
Und dann gibt es eben die Menschen, die sagen, nein, ich möchte den Austausch, ich möchte den Ort haben. Und das kommt auch auf das Thema an. Also wir haben ja auch unser Online-Angebot sehr, sehr stark ausgebaut. Auch im Rahmen von Corona war das auch einfach notwendig, um den Menschen weiterhin die Möglichkeit zu bieten, Kurse zu belegen. Und da gibt es einfach Themen, bei denen die Leute wirklich bevorzugen, einfach zu uns zu kommen. Wir haben die Fachräume, wir haben die Orte und wir haben auch die Ausstattung. Und das hat eben nicht jeder zu Hause. Und das ist auch für die also für mich, auch für die Kurse, auch so ein Erfolgsfaktor, dass ich eben weiß, okay, ich würde gerne nähen lernen, aber ich habe keine Nähmaschine zu Hause und ich weiß entweder nicht, ob ich mir selber eine anschaffen möchte oder ob ich mir das auch leisten kann. Und wir haben eben die Ausstattung vor Ort. Und ich denke, das ist auch schon ziemlich essentiell für die Menschen, dass sie wissen, sie kommen da irgendwo hin und sie nehmen sich auch raus aus dem Alltag. Wenn man einen Job hat, der sehr computerlastig ist und man den ganzen Tag im Büro sitzt, hat man vielleicht ein bisschen mehr das Bedürfnis, dann am Wochenende oder am Abend irgendwo hinzugehen, sich da rauszunehmen aus der Situation, etwas vielleicht mit den Händen zu machen, irgendwie vielleicht auch körperlich in irgendeiner Weise aktiv zu sein und einen Perspektivwechsel zu haben, was das Räumliche angeht, und dann nicht noch vor dem PC sitzen, nochmal für einen Online-Kurs. Aber es gibt genauso Menschen, die sagen, nee, ich finde das total toll, dass ich jetzt nicht extra noch durch die Stadt fahren muss für ein bestimmtes Thema, sondern ich kann mich einfach direkt hinsetzen zu Hause, muss dann abends nicht noch zurück und da auch den Vorteil drin sehen. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass beide Formate ihre Daseinsberechtigung haben. Und deswegen führen wir auch weiter Online-Kurse durch, wann immer das didaktisch sinnvoll ist und thematisch passt. Und wir haben da auch gute Anmeldezahlen, also die Menschen möchten diese Angebote auch gerne wahrnehmen. Ja, na klar. Also ich erlebe eigentlich die Menschen hier als sehr bildungshungrig, schon immer. Und vor einigen Jahren gab es ja noch das gedruckte Programmheft. Und wir haben dann diese Hefte fast palettenweise auch hier in der Bibliothek geliefert bekommen. Und manchmal gab es da eben noch so eine Frist, da waren die noch nicht da. Und die Leute wussten aber, das Programmheft ist schon gedruckt. Und dann kamen die und haben uns hier die Bude eingerannt. Wo sind denn die Programmhefte der Volkshochschule? Und da haben wir immer gesagt, müssen Sie mal selber direkt zur Volkshochschule gehen, vielleicht finden Sie die dort. Auf jeden Fall waren die total beliebt. Also kaum hatten wir einen Stapel hingelegt, war der auch schon wieder weg. Aber mittlerweile verzichten Sie völlig auf die Papiervariante oder gibt es die noch? Also erstmal freut mich zu hören, dass die Programme so beliebt waren und dass es da so einen großen Bedarf gibt. Das spricht ja auch dafür, dass die Leute Lust hatten, neue Sachen dann sich anzugucken. Wir verzichten nicht darauf. Es ist jetzt eigentlich eine Notwendigkeit gewesen, die was mit Corona auch zu tun hatte. Wir hatten früher über viele Jahre, auch bevor ich noch bei der VHS war, war es eben üblich, dass man eine Jahresplanung hatte und dazu eben ein Programmheft. Und mit Corona hat sich die Situation für uns aber auch verändert. Das heißt, wir mussten kurzfristiger planen, wir mussten viel umplanen, viel umstellen. Und deswegen haben wir uns eben auch entschieden, dass wir unser Programm semesterweise veröffentlichen. Und es gab ja dann auch eine Zeit, wo man gar nicht in Einrichtungen konnte und wo es auch keinen Sinn gemacht hätte, dann Programmhefte liegen zu haben, die dann sich keiner abholt und man hat dann irgendwie das Papier, ich sag mal, verschwendet und es dient niemandem. Deswegen hatten wir uns dann für eine digitale Version entschieden. Das heißt, es gibt ein digitales Programmheft, was man bei uns auf der Internetseite auch abrufen kann, dass die Möglichkeit besteht. Wir hatten auch einige davon ausgedruckt für diejenigen, die bei uns ins Haus kommen und das doch lieber in haptischer Form haben. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die den Wunsch haben, dass es das wieder als Heft gibt. Und wir sind auch im Team dazu schon in Absprachen und überlegen, wann wir das zeitlich wieder gut eintakten können. Denn eine semesterweise Planung bedeutet eben auch zweimal im Jahr einen großen Batzen Arbeit. Ja. Und wenn ein Programmheft gedruckt wird, bedeutet das auch einen größeren Vorlauf. Und wir haben eben jetzt die Priorität auf eine gute und zuverlässige Kursplanung gelegt. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass auch wieder in einer Printversion zu veröffentlichen. Okay. Ich habe noch mal eine Frage zu den Kursleiterinnen und Kursleitern. Also es könnte ja sein, dass ich der Meinung bin, ich selber verfüge über Fähigkeiten, die ich unbedingt an andere weitergeben möchte.
kann ich jetzt zu Ihnen kommen und sagen, also ich habe so viel Ahnung von kreativen Schreiben, zum Beispiel mit Jugendlichen, ich würde das gerne weitergeben an andere Menschen. Ich bewerbe mich jetzt bei Ihnen als Kursleiterin. Geht das so einfach oder wie funktioniert das? Ja, so einfach geht das. Ich bekomme tatsächlich und auch die Kollegen relativ viele Initiativbewerbungen. Und ich kann definitiv empfehlen, wenn man etwas, ein Talent hat, eine Fähigkeit, die man gerne weitergeben möchte und auch die notwendige Qualifikation dazu, denn das ist die Voraussetzung. Mhm. Das wird auch gut geprüft, ja. Ja, dass Sie da formal die Voraussetzungen auch erfüllen. Dann können Sie sich gerne per E-Mail bei uns bewerben. Wir haben auf unserer Internetseite die Kategorie über uns. Da finden Sie eine Auflistung zum Team. Mhm. Und da sehen Sie dann auch, wer für welchen Programmbereich zuständig ist. Und der direkteste Weg ist dann, die jeweilige Programmbereichsleitung anzuschreiben, in deren Bereich das fällt. Also vielleicht einfach mal auf unsere Internetseite gucken und dort stöbern, in welche Kategorie die Kurse so fallen. Wenn man gar nicht weiß, wo man sich zuordnen soll, kann man das auch an unsere E-Mail-Adresse schicken, die allgemeine vom Servicebüro. Aber mir ist es immer ganz lieb, wenn ich die Sachen dann direkt geschickt bekomme und zwar in so einer Form, dass ich aus der E-Mail gleich erkennen kann, was ist das konkrete Angebot, idealerweise auch gleich mit einem Qualifikationsnachweis, zumindest mit einem Lebenslauf, dass ich sehen kann, wo sind Ihre Vorerfahrungen, was sind sozusagen Ihre, wie ist Ihre pädagogische Eignung auch und freuen wir uns auch über Bewerbungen. Gut. Und wenn das dann passt und wir vielleicht auch noch ein Thema haben, was noch gar nicht besetzt ist, dann melde ich mich auch immer gerne zurück und versuche dann so schnell wie möglich auch Gespräche zu vereinbaren. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und nach einem Kursangebot fragt, das es bei Ihnen noch nicht gibt, wie verfahren Sie dann? Also wenn Sie der Meinung sind, ja, das stimmt, da hat er recht, das könnten wir auch anbieten, dann brauchen Sie ja eine Kursleitung. Wie verfahren Sie dann? Wo finden Sie die? Die finde ich entweder, indem ich in dem gemeinsamen Portal von den Volkshochschulen suche. Also dort kann ich einsehen, welche Kursleitungen sozusagen auch bei anderen Volkshochschulen gemeldet sind. Und ein Weg, den ich immer erstmal gehe, ist zu gucken, ob ich in meinem eigenen Pool an Kursleitenden jemanden habe, der sich mit dem Thema auskennt. Mhm. Und wenn ich innerhalb meiner eigenen Volkshochschule und der anderen Volkshochschulen keine geeignete Person finde, dann gehe ich eigeninitiativ auf Akquise. Das heißt, ich suche dann auch im Internet nach, nach geeigneten Fachkräften, die das anbieten können oder frage bei kooperierenden Trägern nach. Ne? Die haben ja doch auch Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und da arbeite ich dann auch gerne mit Empfehlungen. Und das ansonsten. Das ist spannend vor. Genau, ja, das ist total spannend. Also, ich lerne tatsächlich auch bei der Arbeit ganz tolle Menschen kennen, die meinen eigenen Horizont auch jedes Mal erweitern bei den Gesprächen. Und ich genieße das sehr, diesen Austausch. Und manchmal passt das dann auch so gut, dass ich sage, okay, wir probieren das jetzt und wir nehmen ein neues Kursangebot mit ins Programm. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir eben nicht nur die Klassiker anbieten, also das, was viele Menschen auch kennen, also die Keramikkurse zum Beispiel, die mal sehr gut nachgefragt sind, wo wir die Nachfrage gar nicht bedienen können, oder die Zeichenkurse, sondern auch immer mal zu gucken, dass man gerade gesellschaftlich relevante Themen auch mit aufgreift und muss man auch ein bisschen ausprobieren. Genau. Und wir haben jetzt am 12.06. im Rahmen von der Aktion Kunst offen im Bezirk auch zwei unserer Häuser geöffnet, das ist ein Sonntag. Das ist einmal im Kunsthaus Flora in Mahlsdorf und dann auch im Bildungshaus am Kienberg. Okay. Dort wird es jeweils Ausstellungen geben, die an dem Tag auch eröffnet werden. Im Kunsthaus Flora zum Beispiel auch mit Begleitung der Musikschule. Und dann gibt es auch ein bisschen Kaffee und Kuchen und wird auch ein bisschen gezeigt, wie sozusagen auch zum Beispiel das Töpferhandwerk funktioniert. Und im Bildungshaus wird es auch eine Ausstellung geben von einem unserer Kursleitenden, der auch Künstler ist. Und der wird dann auch einen ganz kleinen Einführungsschnupper-Workshop geben zum Thema Aquarell. Und da kann man sich dann auch ein bisschen was angucken von den Bildern. Die werden dann auch eine Weile erstmal hängen. Aber danach im Anschluss sind dann auch weitere Themen wieder geplant. Okay. Sie haben ja vorhin von der Semesterplanung gesprochen. Wie lange geht denn immer so ein Semester? Und wann wird das nächste Programm veröffentlicht? Also unser aktuelles Frühjahrssemester geht von Januar bis August oder eigentlich bis Juli und das Herbstsemester geht dann von Mitte August bis Mitte Dezember. Und wir haben
auch ein Sommerprogramm. Das hatten wir in den Jahren davor nicht. Das haben wir das letzte Jahr das erste Mal gemacht. Normalerweise hat man ja so ein paar Wochen immer so eine Sommerpause. Genau, so eine Sommerpause, ja, auch in den Ferien. Aber weil eben sich so viel verschoben hat und wir auch wollten, dass Angebote auch in der schönen sommerlichen Jahreszeit wahrgenommen werden und ja auch nicht alle immer wegfahren, haben wir uns für ein Sommerprogramm entschieden und das ist jetzt auch gerade wieder veröffentlicht worden. Also das heißt, da kann man auch gerne gucken. Wir haben auch nochmal eine separate Übersicht dazu, auch nochmal als PDF, wo man alles einsehen kann. Und unser Herbstprogramm wird dann voraussichtlich im Juni, Anfang Juli veröffentlicht. Auch wieder mit dem digitalen Programmheft. Und wir machen dann auf unserer Startseite so eine kleine Ankündigung, dass das dann wieder buchbar ist. Und dann, genau, kann ich empfehlen, einfach mal reinzugucken und zu stöbern, ob was dabei ist. Genau. Und jetzt müssen wir unbedingt noch über unsere bestehende Zusammenarbeit sprechen. Denn es gibt ja hier schon seit mehreren Jahren die Reihe Marzahner Konzertgespräche. Und diese Reihe ist ja im Prinzip ein Volkshochschulkurs. Also die Besucherinnen und Besucher tragen sich dann ein als Teilnehmer dieses Kurses. Es kommt dann immer ein Referent von der Deutschen Oper oder vom Schauspielhaus und hält einen Vortrag zu einem bevorstehenden Konzert zum Beispiel, über einen Komponisten, über eine Oper. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und das hat ja Herr Kaltenborn, der Leiter der Musikbibliothek, mit Ihnen gemeinsam initiiert. Und das läuft ja wunderbar. Also da haben wir wirklich regen Zuspruch. Und jetzt gibt es einen zweiten Kurs, der hier bei uns angeboten wird. Der muss erst noch ins Rollen kommen und hat sich vielleicht auch noch nicht so rumgesprochen. Medien et Familie, und zwar Digitalcoach Kerstin Budenhoff bietet Vorträge an für Eltern oder für Menschen, die mit Kindern in der pädagogischen Arbeit zu tun haben. Und da geht es eben rund um die digitale Bildung von Kindern und Jugendlichen. Sehr spannende Themen, die sie da auch anbietet. Und die veröffentlichen wir ja anschließend auch als Podcast. Und jetzt ist meine Frage, könnten Sie sich darüber hinaus auch noch weitere Zusammenarbeit mit uns vorstellen? Ich schätze diese Zusammenarbeit auch sehr, auch weil es hier einfach ein ganz toller Ort ist. Also ich mag das Gebäude total gerne. Es erinnert mich auch ein bisschen an meine Jugend und an meine Studienzeit, wo ich hier selber noch saß und auch gelernt habe. Und ich freue mich auch, dass gerade die Konzertgespräche so gut angenommen werden für die andere Reihe, die wir haben, Medien et Familie. Da gibt es sicherlich noch Entwicklungsmöglichkeiten. Genau. Also die Themen selber sind total super. Ja, es ist auch ein kostenfreies Angebot, muss man dazu sagen. Das heißt, ich kann alle nur dazu einladen. Auch im nächsten Semester wird es dazu wieder Termine geben. Ist ja in jedem zweiten Dienstag im Monat. Und darüber hinaus kann ich mir ganz vieles vorstellen. Das ist immer eigentlich eher das Problem, dass man sich dann beschränken muss, vielleicht erstmal auf das nächste Thema. Aber alles, was das Thema Schreiben angeht oder auch vielleicht Buchbinden, also was auch einen thematischen Bezug zur Bibliothek, kann ich mir vorstellen. Was ich auch gut finden würde, ist, wenn wir zum Beispiel auch noch in anderen Standorten der Bibliotheken was mit anbieten können. Ja. Einfach weil der Bezirk ist sehr, sehr groß. Und ich finde es immer schön, wenn dann wirklich auch wohnortnah was angeboten wird. Also weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass wir mit einem Thema durch die Bibliotheken touren und dort jeweils eine Veranstaltung anbieten, damit alle mal in den Genuss kommen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, und ansonsten bin ich ganz offen und können wir uns gerne nochmal einen separaten Termin machen, wo wir dann nochmal über das nächste Semester sprechen und die darauffolgenden und vielleicht weitere Themenreihen auch anbieten. Mhm. Also ich glaube, gerade so ein Format, wo es wiederkehrende Termine gibt, ist ganz interessant und darüber hinaus vielleicht auch gerne mal ein Workshop, der hier stattfindet. Ja, ja. Super, bin dabei. Nun ist es ja so, also bei uns und bei Ihnen sicher auch in der Volkshochschule, dass momentan sehr viele Umbrüche stattfinden und Neuorientierungen. Die Digitalisierung schreitet voran und auch Bewährtes wird immer öfter hinterfragt, dass man sich von vielen Dingen auch mal verabschieden muss. Also alles, was man jahrelang schon immer, das haben wir doch schon immer so gemacht, warum kann das nicht so bleiben, dass man auch mal sich neu orientiert. Und wie ist denn das an der Volkshochschule? Finden da auch solche
Veränderungen statt, die teilweise auch die Arbeit total umkrempeln, den Arbeitsalltag. Also bei uns ist es auf jeden Fall so. Also das, was ich mal gelernt habe, meine Ausbildung ist eine völlig andere gewesen als das, was ich jetzt mache. Wie ist das in der Volkshochschule? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, für mich persönlich gesprochen, das haben wir schon immer so gemacht, ist definitiv nicht mein Credo. Ich bin immer gerne dafür, Neues auszuprobieren und Sachen mal zu überdenken. Nun war es für mich so, dass ich nur ein paar Monate Normalbetrieb in der Volkshochschule hatte und schon bei meiner ersten eigenen Planung des Programms Corona dazwischen kam. Mhm. Das heißt, für mich war sowieso von Anfang an alles etwas anders. Und ich musste mich dann also quasi sofort darauf einstellen, dass Planung relativ ist. Also ja. Ich bin jemand, der gerne plant, deswegen mache ich diesen Job auch gerne. Muss man ja auch, ne? Muss man auch, genau. Aber es ist eben, was ich vorhin schon sagte, es ist eben nicht mehr so, dass wir das ganze Jahr planen und veröffentlichen, einfach weil wir jetzt einfach die Erfahrung auch gemacht haben, dass es notwendig ist, da ein bisschen kurzfristiger auch darauf reagieren zu können. Ne? Und so eine Semesterplanung ist das eine, was sozusagen schon mal der erste Schritt war, dass wir eben auch unser Programmheft überarbeitet haben, jetzt erstmal in dieser digitalen Form, also auch mit einem neuen Layout und ein bisschen frischer. Dass wir auch gucken, dass eben die Formate ein bisschen angepasst sind. Also gerade, was ich sagte, auch schon mit dieser langfristigen Planbarkeit für die Menschen, die vielleicht auch schwieriger geworden ist, dass wir mehr auch mit diesen kürzeren Formaten arbeiten. Das heißt, wir bieten auch zum Teil Kurse an, die nicht mehr über das gesamte Semester laufen, sondern eher so kürzere Kurse, wo ich dann auch gucke, dass, wenn der Bedarf bei den Teilnehmenden dann besteht, man diesen Kurs noch verlängert. Mhm. Das ist mir wichtig, ne, dass die Menschen da auch erstmal reinkommen in den Kurs und dann auch wir gemeinsam entscheiden, ob wir das dann fortsetzen, dass ich eben auch viele Wochenenden sehr, sehr, sehr gut auslaste. Also wir haben viel mehr Wochenend-Workshops noch als vor Corona, würde ich sagen. Und auch eben die digitalen Angebote, also ja. Wo wir während des Lockdowns wirklich extrem viel Energie und Zeit investiert haben, um uns selber fortzubilden und unsere Kursleitenden fortzubilden. Da hatten wir auch ganz tolle Unterstützung vom Servicezentrum, die eine Fortbildungsabteilung haben und für unsere Kursleitenden auch richtig gutes Fortbildungsangebot haben, was für unsere Kursleitenden auch kostenfrei ist. Mhm. Also da kann man sich dann auch jederzeit anmelden. Und dabei haben wir, glaube ich, auch im Team ganz viel Neues lernen müssen und dürfen. Mhm. Und diese Online-Formate zum Beispiel, die sind jetzt einfach fester Bestandteil. Also Das ist ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt eben nicht nur als Mittel zum Zweck, weil jetzt das mal erforderlich ist, weil wir uns in Präsenz nicht treffen können, sondern wirklich als Ergänzung zu unserem Präsenzangebot. Und gleichermaßen merken wir aber eben auch, dass der Bedarf nach Präsenzveranstaltungen trotzdem da ist. Na klar. Also nicht alles kann in den digitalen Raum verlagert werden und auch Begegnungen sind da einfach auf einer anderen Ebene möglich. Mhm. Und ich denke, das sind so die wesentlichen Faktoren, die sich bei uns auch geändert haben. Mhm. Klar, also in unserem Alltag, wir denken viel darüber nach, viel auch in Teambesprechungen, was man vielleicht nochmal anders machen kann, wo man vielleicht auch mal mehr noch auf sich aufmerksam machen kann, weil ich glaube, das ist für mich immer so der Moment, wo ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass gar nicht genug Leute wissen, was wir für tolle Angebote haben. Ja. Und die Volkshochschule vielleicht manchmal auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht ein total altbackenes Image hat, was aber nicht der Fall ist. Die Volkshochschulen haben eine über 100-jährige Tradition, aber wir gehen mit der Zeit. Mhm. Und auch wenn dann manche Sachen, wie zum Beispiel die Internetplattform, vielleicht, sagen wir mal, nicht dem aktuellsten Stand entsprechen aus meiner Sicht, aber das braucht dann auch ein bisschen Zeit, sowas dann umzustellen, sind wir doch mit unseren Kursthemen sehr modern. Und was ich wirklich genieße, ist zu merken, dass wir Menschen überraschen können. Mhm. Also, dass sie bestimmte Angebote bei uns überhaupt nicht erwarten, dass sie die Qualität, in der wir das anbieten, so nicht erwarten, weil sie denken, das ist ein günstiger Preis, aber wir haben hochqualifizierte Kursleitende, die wirklich richtig gute Angebote dort unterbreiten. Und das ist für mich ein absoluter Mehrwert. Und darüber hinaus einfach auch unser Standort. Mhm. Also der Bezirk ist so schön und so vielfältig. Und ich mag das auch, wenn dann mal Leute zu uns kommen aus den anderen Bezirken, auch aus Brandenburg, weil sie jetzt ein Kursthema bei uns total interessant finden
und dann herkommen und merken, was das eigentlich für ein, also wie schön der Bezirk auch ist und was wir hier zu bieten haben. Und das macht dann einfach auch wirklich Spaß an der Arbeit, Menschen zu überraschen, eine gute Qualität anbieten zu können und dann auch ein schönes Feedback zu bekommen dafür. Also ich bekomme manchmal E-Mails, wo Menschen sich wirklich ganz explizit bedanken dafür, dass ein bestimmter Kurs ihnen weitergeholfen hat. Und das ist das, wofür wir das dann auch machen. Ja, das genau. Also solche Feedbacks sind so wichtig. Das genießen wir auch sehr. Und wenn ich so ein Lob bekomme für uns als Bibliothek, dann teile ich das auch allen meinen Kolleginnen und Kollegen mit, damit das auch überall ankommt, ne? Damit sich alle drüber freuen. Also alles, was Sie jetzt gesagt haben, kann ich eins zu eins unterstreichen. Das geht uns als Bibliothek genauso. Auch wir haben ein altbackenes Image. Es ist ganz schwierig, sich davon zu verabschieden. Oder das Image des Stadtbezirkes ist ja auch, entspricht nicht der Realität, sagen wir es mal so. Und genauso ist es, so wie Sie es gesagt haben. Und das ist doch ein guter Abschluss, finde ich, wenn wir sagen, Volkshochschule und Bibliotheken ziehen an einem Strang. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass die Welt besser wird. Ja, genau. Und dass auch unser Bezirk und was wir hier zu bieten haben, wahrgenommen wird. Genau. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da irgendwie auch die Botschaft sozusagen nach draußen geht. Ja. Zahnhellersdorf ist toll. Wir haben richtig tolle Einrichtungen und Träger hier, die fantastische Arbeit machen und ein gutes Netzwerk und auch miteinander arbeiten und kooperieren. Und das finde ich auch, das macht die Arbeit auch einfach schön. Ja. Gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Wutkowski, für dieses Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke mal, Sie haben da auch viel mitgenommen. Und schauen Sie einfach mal auf die Internetseite der Volkshochschule. Ich werde dazu auch verlinken in den Shownotes. Sie kommen dann also ganz schnell dorthin. Und stöbern Sie mal ein bisschen, da ist garantiert auch für Sie was dabei. In diesem Sinne verabschieden wir uns von Ihnen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.